Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einem weiteren Update beim Thema Zitrus. Ich habe ein bisschen umarrangiert, deswegen ist die Reihenfolge anders als beim letzten Update. Ihr seht hier die Kugel und es ist echt faszinierend, wie viele Früchte die hat. Richtig toll. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie die sich weiterentwickeln wird, denn sie hat richtig, richtig viele Früchte angesetzt. Auch toll, und davon bin ich ja dieses Jahr am meisten fasziniert, ist die Indio Mandarin Quad. Und jetzt, wo die Pflanze umgestellt ist, kann man sich es noch viel besser anschauen, wie viele Früchte die hat. Hier, das sind die weitesten Früchte, schon relativ groß, ja, richtig schön tolle Trauben, wie man hier sehen kann. Naja, Trauben sind es eigentlich nicht, aber extrem viele Früchte, wie ihr hier sehen könnt. Also die Pflanze hängt richtig voll. Und so muss das an und für sich auch sein. Und auch wenn wir jetzt hier weiter runter gehen, sind auch schon mal ein paar ordentlich große Indio-Mandarin-Quads hier am, ja, immer größer werden. Und das ist richtig, richtig toll. Und was auch schön ist, sehen wir hier am Mandarinenbaum jetzt. Beim letzten Mal, immer bei den letzten Updates, war es, sage ich mal, in gewisser Weise schwierig, das immer zu entdecken und gleich aufs erste Mal zu sehen. Aber jetzt sehen wir hier richtig, wie voll die Pflanze an und für sich hängt für das erste Jahr, wo sie hier steht. Und jetzt schauen wir uns noch die anderen Pflanzen an. Und hier kommen wir zur Pomelo. Und zwar, das Interessante ist, die färbt jetzt schon die Früchte aus, obwohl die relativ klein sind. Also ich gehe ja davon aus, dass das jetzt keine Pomelo ist, sondern eben einfach eine Grapefruit. Auch von der Fruchtstruktur scheint mir das eher nicht so dickschalig zu sein, was auch wieder eben für eine Grapefruit sprechen würde. Das wird ja sehr häufig immer alles als Pomelo bezeichnet, obwohl das irgendwie alles nur Grapefruit ist, was man so im Handel finden kann. Aber auch hier auf der anderen Seite sieht man immer wieder, die Früchte werden schon langsam gelb. Für mich sind das allerdings noch zu kleine Früchte und ihr wisst, wie lange mein Orangenbaum gebraucht hat, bis die Früchte, ja, geerntet worden sind. Aber nichtsdestotrotz, man sieht hier wirklich schon diese Grapefruit-Farbe der Frucht und ich denke mal, das ist schon ein recht gutes Indiz dafür, dass es sich mehr hier um eine Grapefruit handelt. Schauen wir zur Kumquat. Die hat auch immer noch Blüten. Wie wir hier sehen können, bilden sich immer noch Blüten aus, aber auch hier sehen wir jetzt, wie voll diese Pflanze hängt. Also das ist wirklich richtig toll. Also die hat sich dieses Jahr ja endlich mal bewährt und es ist auch gut, dass man die Pflanze weiter kultiviert hat. Und hier sieht man auch noch mal, wie viele kleine Früchtchen hier vorhanden sind. Jetzt gucken wir hier mal weiter. Hier sind wir bei der Satsuma. Die Satsuma hat, wie ich es euch ja auch in den Videos gezeigt habe, echt irre viele Früchte. Die ist jetzt hier am Geländer ein bisschen angelehnt, dass sie nicht umkippt. Und wie im letzten Video auch, fängt es jetzt an zu regnen. Aber wir sehen, die Früchte fangen auch jetzt an, sich hier langsam gelb zu färben. Auch cool ist hier der Zitrus. Schaut mal, hier wird die Zitrone richtig gelb langsam. Das heißt, die ist jetzt bald auch ausgereift. Und die anderen Früchte werden auch richtig schön groß und das ist natürlich toll, die erste Zitrone, die ich jetzt hier bei mir dann geerntet haben werde. Und jetzt gucken wir hier mal weiter. Das hier, jetzt muss ich selber mal ganz kurz gucken. Ah ja, genau, richtig. Das ist die Limette. Bisher immer noch ohne Blüten. Zumindest kann ich hier nirgends eine Blütenknospe entdecken. Das bedeutet, wir müssen uns hier immer noch in Geduld üben. Ich meine, hier in den Blattachseln könnte es so andeutungsweise ausschauen, als ob da, ja, ich glaube, andeutungsweise, ich wollte es gerade so sagen, hier sind so runde, kleine Knüppelchen, Knubbel. Das werden wahrscheinlich Blütenknospenansätze sein. Das heißt, die Limette hat es, wenn es so ist, überstanden und wird dann noch blühen in absehbarer Zeit. Hier haben wir die Purscha. Die Purscha hängt, wie auch schon in den letzten Videos, logischerweise voll mit Früchten. Toll ist das auf jeden Fall, aber bisher ist natürlich hier noch nichts gelb. Also die Früchte selbst sind noch sehr, sehr fest. Dann haben wir hier den Orangenbaum, der hier auch eine kleine schöne Frucht hat. Aber mehr ist da noch nicht dran. Das ist das erste Standjahr. Er wird, wie der große Orangenbaum, bei dem ich ja schon Früchte geerntet habe,
nächstes Jahr in einen 40-Liter-Kübel wandern und dann wird er richtig loslegen. Da bin ich fest von überzeugt. Scheint auch, als ob dieser hier in den Blattachseln die eine oder andere Frucht, sage ich schon, zuerst kommt die Blüte, die eine oder andere Blüte ausbilden wird. Das heißt, da dürfen wir auch nicht mehr allzu lange oder dürften wir auch nicht mehr allzu lange warten. Genau. Und dann kommen wir zur Blutorange. Zum einen macht die auch hier Blütenansätze. Die hier sind schon viel größer, diese Blütenansätze. Aber sie hat auch Früchte. Und das lässt auch zu hoffen, dass, jetzt muss ich die Kamera mal einstellen, das lässt auch zu hoffen, dass hier in absehbarer Zeit eine Blutorange geerntet werden kann. Das ist ja die Sorte Moro. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Letztes Jahr hatte ich schon eine Frucht. Da hatte ich euch, meine ich, Fotos gezeigt von der Frucht, dass sie richtig blutig ist. Ich würde sagen, das war das Update zu den Zitronen oder Zitruspflanzen. Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video und tschüss.